So, Freunde des Lichts, 3 Tage sind vorbei, seit ich die Ameisensäurebehandlung gemacht habe. Es ist jetzt wieder die nächste Behandlung dran und ich denke, mit dieser Gaze, was da aufgelegt wurde, ist eine noch einfachere Handhabung möglich. Das will ich jetzt aber mal ausprobieren. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich denke, das wäre keine schlechte Sache. Aber wisst ihr, Quarantäne. Ich muss immer noch schauen, die Bienen sitzen sehr ruhig an ihrem Flugloch jeweils und ich mache jetzt erstmal ein auf Vollverschleierung. Und rein informativ will ich jetzt mal die Windel ziehen. Ich habe da auch zur besseren Sicht habe ich mir auch eine Vergrößerung beigebracht. Oh ja. Oh oh. Das sind viele Varroen. Mein Gut, das zählt jetzt nicht, das ist nicht das Maß der Dinge während der Behandlung. Aber das sagt mir, ja, das sagt mir, dass es dringend notwendig war. Wow. Ich vielleicht mal durchs Fernglas schauen lassen, mal schauen, wie ich das realisiere. Sieht man es eigentlich anders? Ha! In der Kamera sieht man es durchs. Ja, hier sieht man es. Ah, doch, ja. Doch ein bisschen größer. Der glänzende Punkt hier mitten im Bild, eine Varroa. Drüber direkt auch. Hier schon wieder eine. Diese ovale, das ist alles Varroa. Hier haben wir Varroa. Da. Hier überall. Da ist eine Varroa, das Ovale. Hier ist Varroa. Also das ist nur bei einem Volk. Bei den anderen wird es genau gleich aussehen, vermute ich einfach mal, weil sie alle in etwa die gleiche Varroa-Anzahl gezeigt haben. War ganz gut, dass ich die Behandlung gemacht habe. Jetzt kommen noch mal 30 Milliliter Ameisensäure rein auf das Schwammtuch und da gibt es einen ganz leichten Trick. Nur beim Volk 1 muss ich ein bisschen was ändern. Da hatte ich ja noch diese Bienenflucht drin, ohne die Fluchteinsätze und habe das Schwammtuch oben reingelegt. Das will ich jetzt auch unten reinlegen und eine Gaze drauf machen. Zuerst mal zu Volk 3. Am Flugloch sind sie sehr ruhig, sehr stabil. Ich habe hier die eiskalte Ameisensäure aus dem Gefrierfach und dann nehmen wir gleich mal ein bisschen was auf. Und zwar mache ich das so, dass ich hier ein bisschen was in den Deckel reinkipp und dann nehme ich das mit der Spritze auf. Das ist am einfachsten. Ja, 20. Dadurch, dass die Gatze drin liegt, kann man hier ganz hervorragend, ohne das Volk groß zu stören, 20 Milliliter erstmal, und dann nochmal 10. Durch die Gaze durch reingeben. Das Volk wird nur minimal gestört. Gerade die oberen Bienchen ein bisschen. Ist aber ruckzuck wieder ruhig. Zupp. Fertig. Jetzt weiter mit Volk 2. Die sitzt auch ganz ruhig an seinem Flugloch.
prima. Also das mit der Gatze gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Was machen denn die Hühnchen hier drauf? Mal sehen. Fertig. Also da ist natürlich ein ganz klarer Vorteil dieser Gatze, dass man direkt durchsprühen kann auf das Schwammtuch. Ob es diese Gatze aushält, die 60%ige Ameisensäure, weiß ich nicht. Das sehe ich aber dann anschließend. Könnte, gut wär's. Jetzt muss ich noch zu Volk 1 und da muss eben ein bisschen was gemacht werden und deswegen, dass die Bienen einfach ein bisschen beruhigt werden. Schmeiße ich meinen Bienenberuhiger an. Ich glaube zwar nicht, dass ich ihn brauche, ich bin fast davon überzeugt, weil es ein sehr, sehr ruhiges Volk, aber wenn es den Bienen hilft, also für mich ist es egal, ich bin ja jetzt noch in Vollverschleierung. Die Vollverschleierung habe ich noch bis zum Wochenende, so habe ich mir sie verordnet und nach dem Wochenende kann ich auch wieder ganz normal an die Bienen ran. Die sind zwar sehr ruhig auch an ihrem Ausflugsloch, aber trotzdem, ich will sie nicht unnötig stressen. Guck an, da ist eine Wespe reingekommen. Selber schuld. Jetzt hat sie es erwischt. So, das kommt weg. So, ihr geht mal ein bisschen runter. Macht euch die Mägen voll. Und geht runter. Husch, husch. So, jetzt ist gut. Dann lege ich ganz schnell das Tuch auf. Mach schon wieder zu, heb da ein bisschen Ameisenpipi drauf, und gut ist. Das ist eine Ruckzuck-Angelegenheit. Das ist ein einfaches Arbeiten. Und in 3 Tagen werde ich wieder herkommen und nochmal 30 Milliliter jeweils drauf machen. Diese Varroa-Milbe wird auch noch nach der Behandlung, 1, 2, 3 Wochen nach der Behandlung, stark fallen. Das ist einfach die Ausprägung dann. Und vor allen Dingen schlüpft ja auch Brut und kommt die Varroa-Milbe aus der Brutzelle mit raus. Das ist aber ganz normal. So, und am Ende schütte ich einfach, was noch übrig ist von der Ameisensäure im Deckel, schütte ich wieder zurück in die Flasche. Und jetzt kommt sie wieder ins Eisfach. So, jetzt fahre ich noch schnell zu meinem Volk Nummer 4, das bei der Almut steht. Das wäre jetzt alles in einem Aufwasch gegangen. Das wären maximal 2 Minuten mehr gewesen. Jetzt muss ich halt dahin fahren. Aber das hat sich aus dieser Waldgeschichte mit der Wanderei hat sich das ergeben, dass das Volk jetzt eben noch da steht, aus praktischen Gründen. Und gut, fahre ich hin, das sind ein paar Kilometer, so schlimm ist es auch wieder nicht.
und schaue mal, wie es meinem Volk geht. Da hatte ich ja die Windel eingelegt. Jetzt schaue ich mal mit der Varroa-Belastung, wie es dort aussieht. Ob ich da gleich eine machen muss, ob ich gleich meine Notaktion starten muss mit der Brutentnahme, die sogenannte TBE, totale Brutentnahme. Mal sehen. Werde ich gleich mal anschauen. Ich hoffe, dass es nicht zu dunkel ist, bis ich dort ankomme. Dann kann ich euch auch noch ein bisschen Aufnahmen zeigen. Also wie erwartet sieht es nicht so sehr berauschend aus mit der Helligkeit. Mal sehen, was noch geht. Auf jeden Fall nehme ich meine mit. Und schau mal, wie viel Varroen. Also eine Entscheidung muss ich halt einfach treffen heute Abend. Ich werde es nicht mehr durchführen dann heute Abend, aber diese Varroen, die Varroa-Windel liegt jetzt schon seit 2 Tagen drin. Also heute Abend sind es genau 2 Tage. Wenn ich es bis morgen drin liegen lasse, dann ist das Ergebnis wieder ein anderes. Aus dem Grund war es mir wichtig, jetzt heute Abend noch hierher zu fahren, auch wenn ich sonst großartig nichts machen kann. Jacke wie Hose, weil es sind von mir bis zur Almut nur ein paar wenige Kilometer, also das macht nicht so viel aus. Ich werde sowieso das Volk bald wieder zu mir holen und dann stehen alle 4 Völker beieinander, dann ist es natürlich auch einfacher. Aber dann ist es schon wieder vorbei mit der Varroa-Behandlung, dann geht es in die Winterpause rein, noch ein bisschen auffüttern und mehr ist dann an den Bienen normalerweise nicht mehr zu machen dieses Jahr. Na gut, eine Milchsäurebehandlung vielleicht oder Oxal. So im Dezember oder Anfang Dezember. Mal sehen. Ja, auch alles schön rot. Denen geht's gut, sieht man. Ich ziehe jetzt einfach mal keinen Schleier an. Irgendwie ärgert mich dieses Schleierzeug, aber es ist ja auch nur eine kurze Windelkontrolle. Es ist schon sehr dunkel. Ich schau mal, ob ich mit der Kamera ein bisschen ein besseres Bild hinbekomme. Wozu habe ich denn mein schönes Schlüssellämpchen? Das kann mir hierbei natürlich ganz schön helfen. Freunde des Lichtes, das ist zwar warm, ich mache mal das Lämpchen ein bisschen auf mich, so sieht man mich.
Es ist zwar jetzt ein bisschen spät geworden, aber die Untersuchung der Windel hat gezeigt, ich habe jetzt über 20 Varonen gezählt in dem Volk und das in 2 Tagen. Das heißt also, die Grenze von 10 Varonen pro Tag ist überschritten und es ist schon dringender Handlungsbedarf. Und deswegen werde ich auch mit einer totalen Brutentnahme arbeiten. Also ich werde morgen wieder hierher kommen. Ich denke, morgen schaffe ich es, vielleicht auch übermorgen. Und ich werde euch wieder mitnehmen, natürlich, klar, eine totale Brutentnahme, also eine sogenannte TBE, ist was ganz Spezielles. Habe ich noch nie gemacht. Ihr wisst ja, man muss nicht alles können, man muss einfach rangehen. Und das mache ich morgen oder übermorgen. Aber ich nehme euch mit dazu. Mal schauen, was dabei rauskommt. Aber da werde ich wieder den Schleier anziehen, weil da wird es ziemlich summen um mich rum. Vielleicht habt ihr da ein bisschen Spaß gehabt an dem Video, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.